Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Legendary und... Oh, hier liegt noch eine andere Waffe. Ich wollte sowieso mal was ausprobieren, Leute. Ob ich nämlich die Pistole... Ja, sauber, das klappt sogar. Also, man kann die Pistole tauschen gegen eine andere Primary Weapon, möchte ich mal einfach sagen. Denn so eine MG oder so ein Schnellschussgewehr ist doch auf jeden Fall definitiv besser als so eine mickrige Pistole, auch wenn es die... Desert Eagle ja inzwischen war, glaube ich, die wir da gefunden hatten. So, ja, wir sind wieder mal in der Kanalisation, wie es scheint, und wir haben ja gestern schon gesehen, dass draußen mal wieder die Tentakel am Umherfuchteln waren. Also gehe ich mal einfach davon aus, dass wir hier drin auch das Vergnügen mit denen haben werden. So, hier ist alles ruhig. Okay, hier haben wir wieder nur eine Pistole drin. Boah. Wow, Ratten. Na, vor was rennen die Ratten denn weg hier? Ey. Geht nicht auf, oder wie? Na, wenn da nicht gleich ein Werwolf rauscrasht, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall werden wir hier erstmal wieder den Strom überbrücken. Ein wenig Zeit. Zieht ins Land natürlich. Ansonsten hat diese... Sache hier wirklich keinen Sinn für mich an dieser Stelle. So, es geht nur hier rein. Was haben wir hier für einen Schalter? Hä? Okay. Wofür auch immer der jetzt... Ach, vielleicht für das Tor? Nee. Ah, alles klar. Schon gut. Hier ist ein Fahrstuhl. Ach, nach oben geht's. Okay. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass wir nach unten fahren, aber gut. Also, ein Stockwerk höher. Und es ist hier merkwürdig ruhig, bis auf den Fahrstuhl, der hier gerade irgendwelche komischen Geräusche von sich gibt. Wow. Wow, was war das? Ach, der... Die Tentakel. Ach, Herr Jemine, da habe ich mich schon wieder mal ein bisschen erschrocken, muss ich ja eingestehen. Ey, Mann, da hat echt keiner mit gerechnet, dass dieses Spiel so viele... Stellen hat, an denen man sich so verjagen kann. Unten lagen zwei Mollys. Moinsen, Leichen, lecker, lecker, yam, yam, yam. Also zwei Mollys. Okay, Werwolf-Attacke mal wieder am Start. Oh. Okay, wir sehen schon, wir haben hier mehr als genug Muni. Das heißt, wir werden einfach mal zu unserer richtigen Waffe switchen. Die sowieso um einiges stärker ist. So, den da oben konnte ich treffen, die unten leider nicht. Denn wie wir ja wissen, ist da mal wieder dieser Plasma-Scheiß vor. Also ab mit uns aufs Dach. Boah, okay, da unten geht es schon scheinbar richtig ab. Aber wir werfen nochmal einfach einen Molotow da rein. Zack, der hat mal richtig gesessen, Leute. Gibt hier oben sogar gleich direkt einen neuen. Und, oha, Werwölfe. Auf dem Weg nach drinnen. Oh, hier unter uns krabbelt schon einer entlang. Keine Ahnung, ob der zu uns möchte oder ob der unsere Homies angreifen will. Auf jeden Fall, oh, er da unten schnappt sich einen unserer Kumpels nach dem anderen. Das können wir ja eigentlich nicht zulassen. Und ich werde mal die hier gegen die Shotgun tauschen. Oder? Na, nee, komm, wir behalten die hier lieber. Mit der haben wir noch eine... zweite Waffe, die auf Entfernung gar nicht mal so schlecht ist. So, lass uns das jetzt schnell öffnen. So. Tor offen. Einer, nee, zwei Homies haben überlebt. Okay, ich wollte schon sagen, das wäre ja ärgerlich gewesen, wenn die... Oh. Nee, schade. Okay, eine Granate am Start, ein Molly. Und was ist hier? Hier hinter ist ja gar nichts. Hä? Okay. Hier haben sie aber wieder so eine Plasma-Barriere aufgebaut, wo wir nicht durchkommen, aber gar kein Problem. Gehen wir halt mal wieder außen rum. Wie gesagt, Leute, denkt dran, eine Granate... Oh, hier liegen ja noch mehr Mollys. Okay, die können wir sogar gebrauchen. Lass uns erstmal eben eine Granate nach da hinten schmeißen. Hat nicht gesessen, oder? Nee, hat nicht gesessen. Vielleicht, wenn wir da hinten hinwerfen. Ja, die müsste jetzt... Yo, oh, da fetzen die Leute aber weg, ey. Heilige Scheiße. Schön ist was anderes. Na gut, wir machen hier erstmal unseren Homies auf. Okay, hier sind wir jetzt endlich mal wirklich unter Zeitdruck, denn ich höre in unserem Rücken schon den ein oder anderen Werwolf, der da Action machen will. Und wir werfen einfach mal einen Molly da mitten in die Horde rein.
Okay, Alpha-Werwölfe am Start. Okay, da hat es mal wieder ordentlich auf unsere Homies abgesehen. Nein, er dreht sich doch nochmal um. Oh, shit. Was habe ich denn hier? Ach, alles klar, hier ist diese Barriere gewesen. Ein Werwolf, Mist, ist down, wollte ich gerade sagen, aber die haben ihn mal wieder nicht geköpft. Leute, so bringt das doch nichts. So bringt das wirklich nichts, sich mit Werwölfen anzulegen, wenn ihr die nicht köpft. Einen Molly haben wir noch. Ich werde mich aber erstmal aufheilen hier mit Hilfe der Energy. Das heißt, komm schon. Und Molotov nach da hinten. Zack. Einen hat es auf jeden Fall erwischt, meine ich, oder? Was? Nee, der lebt echt noch. Okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, dann halt auf diese Weise. Und dann lasst mich mal eben hier draußen. War doch noch Muni, oder? Nee, unten? War unten noch Muni? Scheint nicht so, oder? Ja, doch, hier. Okay. So, schon sind wir vollständig ausgerüstet. Granaten sind auch wieder voll. Genauso wie Molotovs. So lobe ich mir das. Ideal. Wo geht's jetzt weiter? Hier? Wow, what? Ach, oben ist noch einer am Rumgeiern. Shit, das war ärgerlich. Aber zum Glück liegt hier noch ein bisschen Energie von den Werwölfen, die hier abgekratzt sind. Also können wir uns vielleicht noch komplett aufheilen. Ja, hat gepasst. Okay, und dann geht's jetzt hier scheinbar schon in die Kathedrale, so wie es aussieht. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier drin erwartet. Okay, Nagi höre ich hier wieder. Na, was willst du, Kleiner? Ja, du musst dich schon sichtbar machen. Okay, oder auch nicht. Will jetzt die Statue nach mir schmeißen? Ja komm, schmeiß doch. Als ob du die hier durchkriegst. Wahrscheinlich, wenn ich rausgehe. Oh, shit. Will auf jeden Fall gleich sprinten. Ja komm schon, schmeiß doch. Ja, wusste ich's doch. Schwach geworfen. Du werfst ja wie ein Mädchen. Nein, Quatsch. Will jetzt ja hier nicht eins auf den Sack kriegen von meinen weiblichen Zuschauern. Okay, hier geht's wirklich nur in die eine Richtung. Wow. Nein, die wollen mich hier bestimmt einsperren. Nee, doch nicht. Okay. Aber die haben mir die Tür geöffnet. Okay. Was auch immer ich hier drin soll. Fragile. Ah, hier geht's weiter. Hier ist ein Ventil. Moment mal. Oh, diese Spielkinder. Also ich kann das Ventil hier auf jeden Fall bedienen. Ich weiß aber nicht genau, was das bringen soll. Ich meine, klar, da drüben war Wasser ausgelaufen. Oh. Shit. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, obwohl wir doch gesehen haben, dass sie hierher gelatscht sind. Das war ein bisschen dämlich. Naja, wahrscheinlich hat das Dingens... Ah ja, genau, dieses Tor hier hochgezogen. So, keine Tentakeln. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass die Tentakeln jetzt hier bald richtig ausrasten. Hier kommen wir durch, oder? Ja, passt genau. Deckard, you should be approaching the cathedral. Most of the Black Order have retreated inside. I've got an assault team preparing to go in after them. Find a way inside the cathedral and link up with the assault team. Okay, also suchen wir uns das Assault-Team und dann geht's in die Kathedrale. Bin ich mal gespannt, ob wir zwischendurch nochmal irgendwie eine Begegnung der dritten Art haben. Fuck. Drei Alphas, Leute. Never. Wie soll man das denn schaffen? Scheiße. Okay, das wird eine harte Angelegenheit. Wow! Boah. Das nenne ich mal krass. Wie easy der die drei Werwölfe erledigt hat. Nein, der hat es... Nein, nein, nein. Das kannst du vergessen. Ey, der hat es nicht auf uns abgesehen jetzt, oder? Boah, ach du heilige Scheiße. Boah, wie soll ich den denn besiegen? Nee, das schaffe ich doch nie und nimmer. What the fuck? Boah, der hat mich erwischt. Ich kann mich... Boah, ich kann mich hier auch nirgends verstecken. Der mäht ja alles klein und nieder. Boah, nee. Nee, wie soll denn das... Boah. Ich sehe teilweise gar... Boah, Sackgasse. Scheiß die Wand an. Ich bin hier total in der Sackgasse gelandet, Leute.
Komm schon, lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Boah, lauf raus hier. Hier die ganze Energy mal einsammeln, die Werwölfe haben liegen lassen, die Alpha-Werwölfe. Ah, irgendjemand schießt noch auf den. Ich weiß nicht, ob das jetzt Freund oder Feind ist. Aber momentan kann ich jede Unterstützung gebrauchen. Okay, sind sogar meine Homies. Aber der Greif denkt gar nicht dran, von mir abzulassen. Der hat sich jetzt total auf mich hier eingeschossen. Boah, komm, verzieh dich, du Mistvieh, ey. Hier hinten ist noch ein bisschen Energy. Nimm sie auf, Decker, nimm sie auf. Okay, alles klar, Moment. Die Chance... Oh, shit, wollte ich eigentlich nutzen, um ihn mal Molly in die Fresse zu werfen. Und ihn so ein bisschen abzuhalten von mir, aber... Boah, alter Sturmangriff vom Feinsten. Ey, wie viel hält das Viech aus? Muss ich den überhaupt killen? Keine Ahnung, vielleicht muss ich auch einfach nur abhauen. Da vorne ist auf jeden Fall ein Tor, aber da ist wieder Plasma vor gewesen. Boah, alter Falter, ey. Tja, geh kacken, du Mistvieh. Boah, ich hänge wieder. Shit, 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 komm schon, lauf, 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 lauf. Boah, ich habe auf jeden Fall noch eine Menge Muni. Ich habe ja noch meine Primary Weapon noch gar nicht weiter benutzt. Ich mache ja momentan alles hier mit dieser Billigwaffe, die wir hier noch haben. Boah, scheiß die Wand an, ey. Was hat er hier noch, eine Granate noch liegen? Okay, ich meine, man kann es ja mal versuchen. Boah, ja, wirf die doch zurück zu mir. Warum auch nicht? Boah, ich glaube, wir haben ihn. Yes, Leute, wir haben einen Greifen besiegt. Boah, und haben sogar noch unsere ganze Muni für die erste Waffe. Scheiße, war das krass. Oh, aber der hat mal eine Menge Energie. Ist immer noch was vorhanden, also damit kann man scheinbar wirklich sich einmal komplett aufladen und auch noch aufheilen. So, und jetzt kann ich hier den Bypass setzen. Ja, ich muss sagen, das wäre doch cool, Leute, wenn man jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle den Bypass vorher hätte setzen können, während der Greif noch hier ist. Das wäre dann wenigstens mal sinnvoll, ja, weil dann könnte man, müsste man sich halt wirklich überlegen, kämpfe ich jetzt gegen den Greifen oder versuche ich einfach abzuhauen? Aber so hatte man eigentlich wieder mal keine Entscheidungsmöglichkeit. Das war ein bisschen schade, finde ich zumindest. Vielleicht seht ihr das anders. Und okay, hier scheint es trotzdem noch ordentlich robust. Ah, meine Homies! Moinsen, alles easy bei euch? So, okay, hier haben wir eine Menge Leute. Oh, was konnte ich denn hier gerade machen? Hier konnte ich eben irgendwas aufheben oder so, oder nicht? Data, genau. Medivac not available. Too many creatures and random fire. Deal with the wounded and as best as you can on site. We'll have choppers on stayback once Black Order and Griffins are cleared. Okay, alles klar. Die können jetzt keine medizinische Unterstützung uns mehr bringen. Ein Greif haben wir gerade besiegt. Ihr seht schon, I gotta try a rocket launcher on these overground birds. Ja, das würde Sinn machen, die mit dem Dingens zu behaken. Was ist mein Objective? Achso, alles klar, wir sollen jetzt nach oben gehen, wo die Black Hand uns angreift. Und ich würde mal sagen, das lassen wir uns nicht zweimal sagen, oder? Granaten und alles haben wir eingesammelt. Also geht's jetzt hier nach oben mit uns und dann geht's rein in die Kathedrale. Okay. Was ist da oben für einer? Ein Gunner? Keine Ahnung. Einer mit einem Granatwerfer oder was? Das würde auch die ganzen Einschläge erklären, die man hier hört. Und es geht los, Leute. Wow, what the fuck. Hier gibt's gleich die richtig krassen Feuergefechte. Ich wage mich jetzt mal langsam raus. So, wo sind die Gegner? Boah. Oben sind auch noch Leute. Vorsicht. Ich habe da oben eben irgendwo Mündungsfeuer gesehen. Ja, da ist er. Wusste ich's doch. So, können wir den... Ne, den treffe ich von hier aus leider nicht. Den haben wir aber erwischt und da kommt gleich der nächste aus seiner Deckung. Mist, ich muss nachladen. Sonst wäre das... Oh, hinten ist noch einer. Und... Oh, oh, wartet mal. So wie ich das höre, kriegen wir hier gleich schon wieder Gesellschaft von Werwölfen, oder? Drei Mollys. Yo, Alpha! Tut mir leid, Leute, ihr geht doch eh drauf, also zünde ich euch einfach mal an. Tut mir ja wirklich leid für euch. Aber so kann ich vielleicht immerhin mein Leben und das von... Na, das von dem hier retten, wollte ich sagen. Hat er es überlebt? Hat er es überlebt? Ne, er ist down, oder? Schade, schade. Ich habe mich auf jeden Fall aufgeheilt.
Und ich habe gesehen, hinten waren noch welche. Ja, ey, du stehst übrigens... Oh, nice try. Wer auch immer das Ding geworfen hat, der hat einen geilen Job gemacht. Oben ist auf jeden Fall noch jemand. Rennt der jetzt noch einen Stockwerk höher oder was? Da oben ist er, oder? Ja, ist er, aber... Oh, ich glaube, wir haben ihn sogar erwischt. Nee, einer kommt runter. Einer kommt noch runter, Leute. Oder? Ist er down? Okay, ich werde mich nochmal schnell umschauen dann. Ob wir hier irgendwo noch... Boah, nee, okay. Irgendjemand ballert hier doch noch auf mich. Ach, da oben. Komm schon, geht down. Geht doch. Ein Problem weniger. Die restliche Energie von dem Alpha-Werwolf nochmal reinpfeifen. So, hinten sind noch starke Feuergefechte, aber die schießen alle nach oben. Ja, da oben sind auf jeden Fall noch Leute. Ja, haha, ja, guck mal so runter, dann bist du nämlich tot. Das war... Ah, shit. So, alles klar. Boah, von wo denn jetzt schon wieder? Hä, von wo haben die jetzt geschossen? Ich weiß es nicht. Ich werde mich auf jeden Fall mal eben aufheilen. Na, komm schon. So, geht doch. Und dann würde ich sagen... Ach, wahrscheinlich war der auch wieder hier oben irgendwo, oder? Nee, hä? Okay, Leute, es ist jetzt gerade einigermaßen ruhig, deswegen werde ich an dieser Stelle erstmal einen Cut für heute machen. So, wir verstecken uns... ich gehe einfach nochmal hier hin. Oh, hier gibt es ja sogar noch eine Menge Muni. Und dann gehen wir beim nächsten Mal hier wieder raus und werden dann weiter in die Kathedrale vordringen. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.